Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video zeige ich euch, wie ich aktuell meine Haare style. So Leute, heute ist es endlich soweit. Heute zeige ich euch, wie ich aktuell meine Haare style bzw. meinen Man-Bun style und welche Produkte ich dazu verwende. Wenn du gerade zum ersten Mal hier auf meinem Channel bist, dann herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Wenn du noch nicht Teil meiner Community bist, dann einfach auf Abonnieren klicken. Ist komplett kostenlos und du würdest mir einen großen Gefallen tun. Wenn du Lust hast, check mich auch gerne auf Instagram ab. Dort gibt es aber eher so privatere Einblicke von mir, aber dort kannst du mich auch sehr gerne auschecken. Leute, ich will nicht lange rumschnacken, sondern starten wir direkt mit Schritt Nummer 1. Wenn ich morgens aus der Dusche komme, dann nehme ich als erstes ein, zwei Tropfen Haaröl und massiere das Haaröl dann in meine Haarspitzen und in meine Haare ein. Und gerade in die Haarspitzen solltest du das Haaröl wirklich gut einmassieren, denn deine Haarspitzen neigen dazu halt abzubrechen, gerade wenn du lange Haare hast und halt auszutrocknen. Deshalb darauf auf jeden Fall ein bisschen größeren Wert legen. Das mache ich allerdings nicht jeden Tag, sondern eher jeden zweiten Tag. Und wenn ihr dann eure Haare richtig gründlich mit dem Haaröl einmassiert habt, dann lasst ihr das Haaröl einfach in den Haaren drin und wascht es nicht wieder aus. Als nächstes lasse ich ganz einfach meine Haare trocknen. Und dazu nehme ich keinen Föhn oder so, sondern ich lasse meine Haare tatsächlich einfach an der Luft trocknen. Jetzt nicht, bis sie ganz trocken sind, sondern ich warte so 15, 20 Minuten. Und wer möchte, kann natürlich an dieser Stelle auch einen Föhn nehmen und seine Haare halt trocken föhnen. Aber meine Haare neigen dazu halt relativ schnell auszutrocknen. Und deshalb lasse ich sie einfach ganz entspannt an der Luft trocknen. Das dauert dann so circa 15 bis 20 Minuten, bis ich dann mit Schritt Nummer 3 weitermache. Als nächstes kommen wir zum wichtigsten Produkt überhaupt für mich, seitdem ich lange Haare habe, und zwar zur Hair Defining Cream. Ich benutze die Hair Defining Cream wirklich tagtäglich. Ja, ich liebe dieses Produkt über alles und seitdem ich lange Haare habe, kann ich ohne dieses Produkt gar nicht mehr leben. Also ich nehme dann so 3-4 Pumps von der Hair Defining Cream, verteile das dann richtig schön in meinen Händen und dann massiere ich die Hair Defining Cream wirklich überall in meine Haare ein. Auch hier nicht die Spitzen vergessen, sondern wirklich dein gesamtes Haar schön mit der Hair Defining Cream eincremen. Und warum ich die Hair Defining Cream so gut finde, man kriegt A, richtig gut Struktur in die Haare rein, B, riecht die Hair Defining Cream richtig geil und C, das Allerwichtigste, die Hair Defining Cream pflegt deine Haare richtig gut. Also nachdem du die Hair Defining Cream benutzt hast, dann kriegst du richtig schöne, weiche Haare und man spürt richtig, dass die Creme deine Haare halt richtig schön pflegt. Und das ist für mich wirklich... Falls ihr euch für die Hair Defining Cream interessiert oder für ein anderes Produkt, was ich hier in diesem Video verwende, ich packe alle Produktlinks wieder in die Infobox rein. Als nächstes werden dann meine Haare nach hinten gekämmt. Und zwar nicht mit einer Bürste, ja. Viele Leute, die lange Haare haben, bürsten sich halt ihre Haare mit einer Bürste oder kämmen sich ihre Haare mit einer Bürste. Ich mache das nicht, sondern ich nutze einen groben Carbonkamm. Aus zweierlei Gründen. Zum einen ist es halt so, dass ich die Erfahrung gesammelt habe, wenn du das mit einer Bürste deine Haare runterbürstest, dann kann es halt sein, dass du viele Haare rausziehst. Und zum Zweiten ist es halt beim Carbonkamm so, dass der schön abgerundete Enden hat. Heißt, das ist auch super schonend für deine Kopfhaut. Also ich kann auch jedem nur empfehlen, der lange Haare hat, verzichtet lieber auf eine Bürste und holt euch so einen guten, groben Carbonkamm. Da habe ich bis dato wirklich die besten Erfahrungen mitgesammelt und ich lasse meine Bürste jetzt wirklich komplett weg. Auf jeden Fall kämme ich dann meine Haare mit dem Carbonkamm nach hinten und die Zacken des Carbonkamms sind auch so weit auseinander, dass eine schöne Struktur in deinen Haaren entsteht. Wenn das geschafft ist, nehme ich im nächsten Schritt dann ein Haargummi und binde meine Haare dann zu einem Man-Bun zusammen. Und meistens ist es halt so, dass ich mir entweder ein High-Bun mache oder ein Middle-Bun mache und das halt auch immer relativ ordentlich und meine Haare immer schön reinstecke in den Man-Bun. Und wenn jetzt da draußen noch jemand nach dem Haargummi fragt, welches Haargummi ich verwende, Leute, Links sind in der Infobox. Und wenn sich jemand für unterschiedliche Man-Bun-Styles interessiert, ja, dann kann er dieses Video hier oben mal abchecken. Dort gibt es halt so verschiedene Man-Bun-Styles. Kannst du mal auschecken, was für ein Man-Bun zu dir am besten passt. Fast fertig, aber noch nicht ganz. Wenn du zum Beispiel jetzt schon richtig lange Haare hast, ja, dann wärst du an dieser Stelle schon fertig. Aber gerade am Anfang, als ich noch nicht alle Haare in den Man-Bun reinbekommen habe, da habe ich einfach nochmal so ein bisschen Produkt genommen. So eine texturierende Paste, wie zum Beispiel das Goldwell Roughman 4. Habe auch nur ein ganz bisschen genommen und habe dann meine Babyhärchen einfach nochmal an die Seite so rangestreicht, dass die halt nicht so schnell rausfliegen. Und so schaut dann der Man-Bun aus, wenn ich mit dem Haarstyling fertig bin. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare rein, wie ihr diesen Man-Bun-Style findet. Und für die Leute, die wissen wollen, wie lange das Ganze gedauert hat, eigentlich dauert das Styling an sich nur 5 Minuten, aber da ich zwischendurch halt sehr lange warte, bis meine Haare in der Luft getrocknet sind, also so circa 20 Minuten, dauert das insgesamte Styling 25 Minuten. Pro-Tipp an dieser Stelle, wenn du das auch so machen möchtest wie ich und deine Haare in der Luft trocknen lassen möchtest, dann kannst du halt in der Zwischenzeit deine Zähne putzen, deine Fingernägel machen oder was auch immer. Also nutzt die Zwischenzeit auf jeden Fall. Kommen wir zum heutigen Shoutout. Grüße gehen raus an Kai Schmöller.
Kai, vielen Dank für deinen Support hier auf YouTube. Und wenn du auch mal gegrüßt werden möchtest in meinen Videos, dann einfach eine WhatsApp-Nachricht schicken auf mein Community-Phone mit deinem Vor- und Nachnamen. Und vielleicht bist du beim nächsten Mal dann schon am Stissel. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr jemanden kennt, der vielleicht ein bisschen Probleme hat mit seinem Man-Bun-Style oder mit seinem Man-Bun-Styling, ja, dann teilt das Video gerne mit ihm. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich mit meinen Videos euch ein wenig weiterhelfen kann. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Macht's gut, haut rein, peace out.